Ja, wir befinden uns hier in der Gemarkung Papenroth, und zwar dem Ortsbezirk Hamm. Ein Waldbrand. Gestern Abend, 21.48 Uhr, kam die Alarmierung, und zwar Strommastbrand in Papenroth im Ortsteil selbst. Und darüber hinaus ein Flächenbrand zwischen den Ortslagen Papenroth und Hamm. Und dieser Flächenbrand hat sich dann als dieser besagte Waldbrand entpuppt, mit dem wir uns seit 22 Uhr gestern Abend beschäftigen. Gestern Abend hatten wir zu den Hochzeiten, also bis heute Morgen 6 Uhr, 15 Wehren im Einsatz, 12 Feuerwehren VG Saarburg, einmal die Stadt Konz mit ihrer Feuerwehr und 2 Wehren aus dem benachbarten Saarland, und zwar Merzig und Mettlach, wobei Merzig heute Nacht bereits mit dem Löschboot vor Ort war, um eben im Uferbereich Saar den Gürtel abzudecken, weil hier kein Zugang mehr gegeben ist. Die einzigste Zugangsmöglichkeit ist dieser Waldweg, auf dem wir im Moment stehen und wo das Löschfahrzeug auch abgestellt ist. Die Bodenbeschaffenheit, Geröll, Rutschplatten drin, und hier kann es einem passieren, dass du irgendwo glaubst festzustehen und plötzlich bewegst du dich 10 Meter talwärts Richtung Saar. Deshalb also auch das Löschboot im Uferbereich, um eben da keine Gefahr für die Einsatzkräfte zu haben.